Ja, Mahlzeit, Konnichiwa und herzlich willkommen. Diesmal in der Open Beta? Close Beta? Ne, Open Beta. Also generell eine Demo von Naruto Toboruto Shinobi Striker. Ich habe schon die Close Beta gespielt und fand das dann echt geil. Und ich bin mal gespannt, ob man jetzt in der Demo ein bisschen mehr vom Spiel sehen kann. Und dann wollen wir mal ein neues Spiel starten. Und natürlich müssen wir unseren Charakter wieder erneuern. Und natürlich wieder Konoha. Körpertyp. Ja, ich nehme den da. Und die Haare? Ja, die nehmen wir. Farbe. Haarfarbe. Blau. Gelb. Den Saiyajin. Ja, nehmen wir mal gelb. Hautfarbe. Die nehmen wir. Augenfarbe. Nehmen wir mal blau. Oh yeah, das sieht geil aus. Kopfband. Blau. Ja, ich bin's männlich. Den da. Ja, Mann. Diese Steuerung ist echt hakelig. Den nehmen wir. Augenbrauen. Augen. Also ich glaube, die Auswahl an Einstellungsmöglichkeiten war auch in der Close Beta. Open Beta, sorry. Genau identisch. Wir nehmen mal den. So, die Pupillen. Ja, ich denke mal, den machen die großen Augen. Und die Nose. Wir nehmen die Nose. Standard. Nee. Wir lassen das mal. So, Farbe. Nochmal die Haarfarbe in den Ton. Hautfarbe. Nehmen wir wieder die. Augenfarbe machen wir wieder blue. Alter, sieht doch mal fett aus. Und die Stimme. Okay. Wow. Thank you. Do your best. Yes. Name eingeben. Können wir jetzt mal Sympathos machen? Oder ist das zu viel verlangt? Sympathos. Yes. Dieser Name kann nicht verwendet werden. Holy fuck, warum? Dann machen wir wieder Anubis. Mein alter Ego. Yeah. Avatar registrieren. Ja, ich will mit dem spielen. Und nebenbei trinke ich noch ein bisschen Rotkäppchen-Sekt. Alter Schwede. Kurztipp Nummer 2. Nutze den Chat, um Möglichkeiten zur Interaktion mit deinen Freunden. Mhm. Ninja Weltliga läuft. Ereigniszeitraum 22.08. bis 26.08. Oh. Die Ninja Weltliga, weil die Ninjas ihre Werte beweisen wollen, ist im vollen Gange. Dafür hast du trainiert. Ziehe darauf ab, zu gewinnen. Nee. Konoha wird erkundet. Willkommen in Konoha. Alle eingeladen sind Shinobi Strikers. Ninjas der nächsten Generation, die auf ihren Schultern der Verantwortung für den zukünftigen Ninja-Weg tragen. Begib dich jetzt an die durch den Pfeil auf der Karte bezeichneten Stellen und sprich mit dem Ninja, der vor Ort wartet. Ah, ja, wieder zu Kakashi. Alles klar.
Also ich finde meinen Charakter eigentlich relativ geil. Jetzt dürfen wir wieder das Tutorial machen. VR Ninjutsu Arena. Das hier ist die VR Ninjutsu Arena, wo du an Missionen an simulierten Kampfplätzen teilnimmst. Probier als erstes die Solo-Mission, grundlegendes Training aus, damit du die Grundlagen des Kampfes auffrischen kannst. Hey! Hey! Na klar, Weg VR. Yeah. Solo-Mission. Training. Grundlegendes Training. Grundlegendes Training. Beherrsche die Grundlagen, wenn du der Stärkste werden willst. Diese Trainingsmission lehrt dir alle Grundlagen wie Bewegung, Bandklettern, Chakrasprünge, Nahkampfangriffe, Ninja-Werkzeuge und Ninjutsu. Meistere mit Hilfe von Kakashi grundlegende Ninja-Fähigkeiten. Alter, ich bin gespannt wie Frittenfett. Quatsch, wie ein Flitzebogen. Das kann nur gut werden. Scheiße, ich war denke noch eine Stoppuhr. Nicht vergessen. Teamwork. Okay. Also gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Let's start with the basics. All klar, Kakashi. First comes movement. Try moving over towards me. Im Konoha-Wald kannst du eine Menge Dinge tun. Als erstes solltest du dich mit Hilfe einfacher Bewegung zu Kakashi bewegen. Next is wall running. Try running up that cliff. If you run straight toward it, you'll be able to run up the side of it. Ey, ich muss schon sagen, ich finde das extrem geil, ne? Good. Looks like you know how to control your chakra properly. Now I'll tell you about chakra jumps. You can use those to jump even farther distances. Come on! Geil. Konzentriere Chakra in deinem Bein, um Chakrasprung auszuführen. Je länger du Chakra konzentrierst, desto höher und weiter springst du. Gedrückt halten R2. When you want to cross a wide valley, just use a wire kunai. Du kannst Drahtkunai im Sprung werfen. Wenn sich das Drahtkunai an der Wand heftet, kannst du auf die Schnelle auf die andere Seite gleiten. You can use a recovery if it seems like you're gonna fall off the cliff. So don't forget. All right. Next, I'm going to teach you how to attack. All right. Try attacking your opponent now. Es gibt zwei Arten normaler Angriffe, Nahkampf und starke Angriffe. Die Eigenart der verschiedenen Angriffe unterscheiden sich je nach Art deiner Waffe. Du musst herausfinden, wie die einzelnen Angriffe funktionieren, wenn du sie meistern willst. The key to attacking is to always keep an eye on your opponent. Erfasse einen Feind als Ziel, um dich an den Kämpfen zu erfassen. Oh, okay. Losing sight of your opponent is akin to suicide. Always keep this in mind. Throwing kunai is a good way to hit far away enemies. Now, you'll need to protect your body when your enemy attacks. Do this by guarding. Blocken. Okay. Guard in order to withstand your opponent's attacks and create openings. Geil. Now, you should know that you also have the ability to deflect enemy attacks while guarding. Don't forget to predict your opponent's moves and dodge when you can. Oh. Alter.
Warum? Oh fuck. Yes, I if there's not enough time to guard or dodge, remember that you can always just use a substitution jutsu. Beim Zurückfallen, wenn wirst du angegriffen, führe einen Tausch durch, um den Schaden erheblich zu vermindern. Nach einem Tausch musst du eine Ablenkzeit abwarten, bis du es wieder einsetzen kannst. Also gehe mit Bedacht vor. Okay. After using the jutsu, you can take a moment to think and plan your counterattack. Yes, let's continue our training. Ninjutsu. Mit Ninjutsu kannst du mehr Schaden als mit normalen Angriffen anrichten. Einige Ninjutsus richten lediglich Schaden an, mit denen. Mit anderen können besondere Effekte. Ninjutsu 1, Ninjutsu 2. Okay. As you probably know, Ninjutsu can be activated by channeling chakra. The effects of each jutsu widely vary. Some jutsu are made for dealing damage. Okay. While others can be used to empower opponent's abilities. Nein, ich bin bei tot. Finding the ninjutsu that best fits your own fighting style is the key to attaining victory. Aside from basic ninjutsu, we also have secret techniques. Lade deine Geheimtechnik-Anzeige auf, damit du deinen Geheimtechnik-Ninjutsu einsetzen kannst. Das sind noch viel mächtiger als normale Ninjutsu. Die Geheimtechnik-Anzeige füllt sich mit der Zeit. Du kannst für schnellere Füllung sorgen, indem du... In order to activate a secret technique, one needs a large amount of chakra. But be aware that these techniques are much stronger than normal ninjutsu. Use your chakra, wait for the right timing, then aim and fire. Well, that's it for basic training. Now, just don't forget to practice. Good work and keep on doing your best. Thank you. Yes, Alter. Woo! Ich freue mich schon, das Spiel habe ich auch vorbestellt. Und dann werde ich sowas von zocken, Alter. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein, bis dann.